Stahlotec ist entstanden mit einem Kumpel zusammen. Wir waren beide 15, 16 Jahre alt, waren beide in der Ausbildung, hatten beide 80er, so ein kleines Cross-Motorrad, sind da viel mit durch die Gegend gefahren und waren immer damit beschäftigt, die Dinger irgendwie schneller zu machen. Und sehr zum Missfallen unserer Eltern. Und da war irgendwann die Idee, Mensch, wir brauchen unbedingt eine kleine Garage, wo wir das ungestört machen können. Und so ist es eigentlich entstanden. Wenn wir Kundenbesuch haben, die erwarten oftmals erst einmal einen Handwerksbetrieb. Und das ist eigentlich genau das, was wir sind, wie wir geboren wurden. Und wenn wir dann zusammen mit unseren Kunden durch unsere Hallen gehen, sind die meisten Kunden sehr überrascht. Das ist nicht das, was man erwartet von einem typischen Handwerksbetrieb. Wir haben viele Unternehmensfelder, die wir bedienen. Wir haben die Serienschweißerei, wir haben die Kupferverarbeitung, die Zerspanung und sind jetzt gerade dabei, aktuell das Laserschweißen aufzubauen, damit wir auch die neuesten Technologien hier verwenden können. Oftmals sind es eigentlich so die Impressionen, die man einfach mitbringt. Dadurch, dass man bei vielen Industriebetrieben, bei vielen Kunden halt auch ein- und ausgeht und man halt komplett branchenübergreifend tätig ist. Dort sieht man zum Beispiel auf einmal im Stahlwerk irgendwas, was man im Landmaschinenbereich gebrauchen kann. Und das Schöne ist eigentlich, dass dann teilweise auch die Informationen von den Kollegen aus der Produktion kommen. Die sagen, Mensch, hier, guck mal, gibt's gerade neue, wäre das nicht was für uns? Und dadurch werden teilweise auch Ideen geboren. Also Nachhaltigkeit spielt schon eine gewisse Rolle bei uns. Wir haben uns halt Gedanken dazu gemacht, wie können wir Bauteile intelligenter, besser und natürlich auch standfester machen. Der eigentliche Moment, wo wir gedacht haben, okay, wir müssen diese Bauteile wieder retten, wieder herstellen, ist eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo wir festgestellt haben, dass lediglich 3-4 Millimeter Verschleiß an einem Bauteil, was über 1000 Kilogramm wiegt, dafür sorgen, dass dieses Bauteil entsorgt wird und komplett neu hergestellt werden muss. Und da ging es genau darum, diese 3-4 Millimeter an den passenden Stellen wiederherzustellen, dass das Bauteil wiederverwendet werden kann. Also dieses Retrofit, dieses Wiederherstellen, können wir eigentlich nur machen durch die Messtechnik. Vorher wäre das nicht möglich gewesen. Dort müsste man aufwendig von Hand anzeichnen, wo irgendwo eine Verschleißzone ist. Also die Technologie ist relativ jung, ist relativ frisch. Sie setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Zum einen ist es sicherlich die Messtechnik, die wir dazu brauchen, um halt wirklich den Ist-Zustand des Bauteils aufzunehmen, um die kompletten Konturen und Geometrien zu erfassen, die ja beim Verschleiß mitunter sehr komplex sind. Diese Daten werden dann im CAD, in der Konstruktion, weiterverarbeitet. Eine Verlustzone wird errechnet und genau diese Verlustzone wird dann exakt mit dem Laser wiederhergestellt, sodass wir wirklich nur an die Stellen das Material aufbringen, wo der Verlust entstanden ist. Die Mitarbeiter spielen bei uns eine komplett zentrale Rolle. Wir haben ein sehr, ja, ich sage immer, enges Verhältnis dazu. Wir haben viele Termine zusammen, viele Diskussionen zusammen, treffen viele Entscheidungen auch tatsächlich gemeinsam. Der Mitarbeiter steht im Fokus, gerade bei so einem jungen, wachsenden Unternehmen. Wenn da nicht jeder seinen Teil zu beiträgt, dann wären wir nicht heute da, wo wir sind. Und nur wenn das Team eng zusammenarbeitet, können wir die Produkte fertigen, die wir hier haben. We'll be right back.